Guck, ich bin wieder. Herzlich willkommen zurück bei Jack Zockt Brothers. The Tale of Two Sons. Geschichte zweier Brüder. So, und warum habe ich hier keinen Vogelkäfig gefunden? Weil hier nirgendwo ein Vogelkäfig ist. Aber ich war mir sicher, irgendwo hier ist ein Objekt, was ich auslösen muss, damit später was passiert. Und es war irgendwas mit dem Vogel. Wahrscheinlich bin ich gerade bloß ein idiotischer Vogel, der hier sich was einbildet. Oder hier ist wirklich nichts, aber irgendwas war hier. Ich gucke mich jetzt nochmal genauer um hier. Jo, ich habe gesagt Offscreen, aber Offscreen, das war ja bloß das Nachgucken. Jo, nee, von hier sind wir gekommen. Oder? Das Ding haben wir aufgemacht. Wenn ich hier irgendwas... Ja, geht ja gleich weiter, Kollege. So. Wir gucken jetzt nochmal und dann gehen wir dort lang, wo der Köter ist. Das Mensch, da war irgendwas. Ja. Gut, wenn wir das jetzt nicht kriegen, dann ist das so. Komm. Trick schon wieder verkehrt. Hier unten vielleicht. Wie gesagt, ich werde auch nicht hier durchhetzen oder so. Ich werde das nehmen, wie es ist, das Spiel. Ich drück schon wieder vollkommen verkehrt. Kann man hier mit dem Fass was machen? Man kann natürlich auch mit... Achso. Nee. Was auch immer es war hier. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt ganz einfach weiter. So, wir sind ja erst dort unten lang gegangen und gehen jetzt hier oben lang. Jo. Das ist, wenn der große Bruder auf einmal rechts steht und der andere links. Da ist es ja genau verdreht zur Steuerung. Deswegen komme ich ja manchmal ein bisschen durcheinander. Also bitte nicht wundern. So. Und jetzt haben wir in der letzten Folge haben wir ja gesehen, dass da hier unten der eine Köter uns gerade den Weg versperrt. Und darum werden wir uns jetzt kümmern. So. Erwartet bitte keine Gewalttaten hier, weil ich so sage, wir werden uns darum kümmern. Ich muss mir was überlegen, wie das war. So war das falsch. So. Jetzt muss ich bloß schnell gehen. Warte mal. Auch da. Genau. Auch da. So. Jetzt aufpassen, dass ich hier nicht... Ja, wir müssen den nämlich verarschen, ja, den Köter. Das Blöde ist bloß typisch Checkpoints. Wenn ich hier irgendwo mitten auf der Strecke dann runterfalle und hier sterbe, dann muss ich alles wieder von vorne machen. Na, hoch da. Ja. Wen holst du dir jetzt? Jetzt steht da so blöd da. Scheiße. Ja, okay. Oh. Scheiße. Ja, das stand zu doof. Ach nee, doch. Naja, mehr oder weniger von vorne. So, jetzt geht er dorthin. Wir gehen gleich hier bis ganz rüber hier. Ja, das war jetzt nicht unbedingt schlau mit dem bis ganz rüber. Was müssen wir denn hier locken?
Ja, hier rüber rennen. Jetzt locken wir den wieder hier rüber. Komm. Brusti. Jetzt müssen wir den Weg bis hier rüber schaffen. Ja. Das sollten wir eigentlich gleich haben, oder? Er steht jetzt bei dem Kleinen. Großer Bruder, rüber hier. Ja. Und jetzt der Kleine hier rüber. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Oh, ja, ich hab's zweimal, habe ich versagt, aber jetzt haben wir's ja. Wir kommen ja richtig, richtig krass gegen den Leute. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe gerade auch geguckt, das Spiel ist glaube ich von 2013 ist das. Kam für die PlayStation. Ah, PlayStation 3 raus. Ja. Jo, hoch hier. Muss ich mal gucken, ob ich hier gedrückt halten muss oder hochspringen muss nur. Erstmal hier dran klammern. Genau, und jetzt hochklettern. Können wir noch irgendwas. Ja. Wir gehen erstmal hier rüber. Das sieht so abseits aus, als ob wir noch irgendwas machen können. Ja. Ja, wir gucken uns das mal von aus der Perspektive an. Was ist denn hier oben? Kletter mal hoch hier. Ja, hier geht er nicht hin. Ja, was ist hier? So. Ja, Kamera rumdrehen. Ich kann aber auch die Kamera nicht hoch und runter schwenken, sodass wir uns das ganze Ding ja mal ein bisschen betrachten können. Ja. Ja. So. Hopp. Und rüber da. So, wird die gute alte Räuberleiter. Das kennen wir doch schon. Aus der ersten Folge. So, du machst Räuberleiter. Komm her. Kann aber auch noch nur mit dem Großen hier. Der hier macht keine Räuberleiter. Der wartet jetzt auf den. Genau. Jo, der wartet natürlich jetzt auf den Großen, Bruder. So, jetzt hilf mal deinem Bruder hoch, du brauchst deinen großen Bruder. Ja. Verdammt. Jetzt natürlich Multitasking. Ja. Ist der Vogelkäfig, den ich gesucht habe. Bingo! Da habe ich mich doch an die falsche Stelle zurückerinnert. Jo, der Vogelkäfig, genau. Hm, komm her, ja. So. Das hatte ich damals nämlich in meinem ersten Lauf, hatte ich das nämlich vergessen. Oder nee, vergessen, den aufzumachen. Genau so war das. Jo. Haben natürlich der Kleine, wie gesagt, der hat ja nur Schabernack im Kopf. Und genauso viel Schabernack hat er jetzt im Kopf. Muss ich gucken, muss das der Kleine machen oder der Große oder alle beide? Ja, hier. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir uns das erstmal angucken. Weil hier gibt es wieder einen Trick dahinter. Einer muss laufen, einer muss rübergehen. Blöd ist bloß, welcher muss jetzt laufen, welcher muss rübergehen? So. Wir versuchen das mal anders. Ach nee, das funktioniert nicht. Ich dachte so, der große Bruder ist schwerer. Das ist. Ich guck grad mal. Ich lass mal laufen hier. Ich geh mal rüber. Ja, der kommt nicht hoch. Ich gucke so gerade, ob es hier irgendwas gab, wo ich das festmachen konnte.
Ich kann aber auch mit der Kamera nicht weiter rumschwenken. Hey, Nai! Ja, ja. Also, wie war denn das? Der kann ja nichts machen. War das hier irgendwas? Ich kann, warte mal, ich probiere jetzt mal, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Mann, wie war denn das? Verdammt, ich komme nicht weiter. Mal. Komm mal mit. Ja. Man muss sich hier übers Dach. Ich rede mal mit dem hier. Ach du hier. Der falsche Taste gedrückt. Rede du mal mit dem. Ja. Weiß für sicher, ob der uns hier geholfen hat dabei. Müsste ich hier irgendwas machen? So, der Kleine kann nicht. Der streichelt bloß. Die. Furchtbar. Ah, nee, warte. Ich hab's. Na klar. Stimmt. Ja, so, lauf. Du wusst wie. So. Und weiter geht's. Mit dem Vogel haben wir rausgelassen. Wir können auch mal hier hoch kriechen. Und da unten. Wir haben ja eine krasse Kurve gedreht. Da unten ist nämlich das Ding, wo wir den Köter, wo wir gerade waren. So, hoch her, komm. Guck mal, dein kleiner Bruder hat's geschafft. Schaffst du das auch? Aber es geht schließlich um das Leben eures eures beiden Vaters. Da? Da, ja. So. Konnten wir irgendwas mit dem machen? Der hat rumgeheult. Irgendwas konnten wir mit dem. War das mit dem? So, nee.
bestimmt, der hilft uns. Ich glaube, er hilft uns. Ja, komm her, komm. So, du? Genau. So, wunderbar. So, jetzt können wir was mit. Ich glaube, hier können wir was machen. Ist das nicht schön? Wunderbar. Ich hätte mich aber mit beiden Brüdern gerne hingesetzt. Das werden wir jetzt auch mal versuchen. Aha. Das wäre doch ein richtig schönes Thumbnail. So. Aber das stören nicht die schwarzen Balken oben. Ja. Ach so, der hilft uns noch weiter. So, festhalten. Na komm. Ach so, ich muss erstmal hier Platz machen, oder? Genau. So, das ist aber nett von ihm, oder? Man denken könnte ein bösartiges Monster, groß und stark, aber hilft uns. Das war schlecht. Ja, ja, tausch mal die Plätze so groß so rum. Hört sich besser. Wir müssen bloß noch mal gucken, ob hier irgendwelche Objekte sind, die waren noch hier. Hm? Rumpelbeck. So, da kommen wir nicht rüber. Hier brauchen wir abermals die Hilfe von dem da. Von dem mit der großen Nase. Oh, Entschuldigung, wir stehen im Weg. Ja, ich weiß. Nett von ihm, oder? Das ist furchtbar nett. Ja. So, wir gehen hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. So, hier müssen wir wieder klettern. Ich weiß, kommt dann später noch eine Stelle, wo ich damals übelste Probleme hatte. Ups. So. Hier lang? Aber ich glaube, wir müssen erst auf den warten, weil der kommt nämlich schon. Mhm. Auch da. Konnte ich hier noch wieder. Ja. Aber. So. Na komm. So, da lang. Wir können ja auch mal. Warte mal, können wir hier den Wasserfall besser sehen? Ah, nee. So, wir gehen mal beiseite hier. So. Wo ist der Kleine? Ja. Ja. Wieder hochklettern. Ja, da macht sie schon bereit für die nächste Hürde. Und hoch hier. Ja, hier nochmal klettern und komm, das schaffen wir. Wer hat auch gelacht? Da. Na, da, ja, da, wir sind unterwegs. So. Der hilft uns doch bestimmt nochmal. Weil in diese reißenden Wasserfälle, da wollen wir nicht unbedingt runterspringen. Jo, okay.
Aber ich glaube, der wollte noch irgendwas von uns. So. Jetzt müssen wir natürlich wieder hier schwimmen und mit dem kleinen Bruder auf den Buckel von dem Großen gehen, weil. Ja? Ich guck mal drüben nochmal, ob es hier noch irgendwas gab, aber ich glaube nicht wirklich. Jetzt sind wir praktisch im. Ich weiß nicht, ob man das so als Level direkt bezeichnen kann. Wir sind ja jetzt mehr oder weniger aus dem Dorf raus. Wir gehen hier lang. So, komm, Kleiner. Ja, ich bin ja gleich da. So. Und wir passen hier natürlich durch, wo er nicht durchpasst. Jetzt sind wir im nächsten Level. Ja. So. Also direkt von Leveln kann man nicht reden. So Abschnitte, Kapitel, wie auch immer. Es ist mir also gerade etwas arg dunkel hier. Oh, ich glaube, das war knifflig hier. Ja. Kannst du hier hochspringen? Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Ding hier auf? Ach so, stimmt. Ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Die Erinnerung kommt zurück. Ja. Natürlich hier durchkriechen. Der Große, wie gesagt, kommt nicht durch. Also muss der Kleine hier dem Großen wieder mal die Tür aufmachen. Das sind natürlich so Objekte, weil genauso wie mit der Räuberleiter, die kommen vielleicht nochmal vor in dem Spiel. Also das soll uns nicht weiter stören. Ja. Wir machen natürlich bei jeder Bank, genau, das können wir genauso ein Ding hier finden. Ich weiß nicht, ob wir schon eine Bank übersehen haben. Hier ist natürlich dafür da. Um hier so ein schönes Panoramabild zu bekommen. Von der ganzen Umgebung. So, da ist ein Wasserrad, da müssen wir lang, na klar. Eine der Trophäen, für eine Trophäe bei der PlayStation-Version musste man sich natürlich auf jede Bank setzen, die man findet. Das werden wir hier auch versuchen. Wir werden zwar keine Trophäen kriegen, aber weiß nicht, ob es bei Steam da Achievements gibt es dafür. So, okay. Mal gucken, wie das hier war. Ah. So, und du auch, komm. Genau. So, hier lang. Braucht noch nicht mal springen drücken, damit die rüber. Drücken mal springen, damit die hier hochklettern oder was? Aber die machen das von ganz alleine. So, Rätselzeit. Wir gehen erstmal hier hinten gucken. War hier irgendwas? Oh, das Spiel hat gerade gespeichert. Das ist, wenn wir rechts oben das Kringeln sehen. Speichert das Ding. Ja. Jetzt muss ich mir das ganze Ding erstmal angucken. Ja, was ist das hier? So. Aber hier ging es nicht lang, oder? Ja, das war hier unten. Hier unten ging es lang. Komm mal zurück. Ja. Boah. Aber hier irgendwas war mit den Zahnrädern hier. Ich glaube, ich muss das Ding dort anhalten. Ich meine, würde einleuchten, weil so kommen wir nicht drüber. So. Da war hier vorne noch eine Bank oder so? Nein, komm mal runter. Nee, hier war nichts mehr zum Hinsetzen, oder? Nee. Gut, dann gehen wir wieder hoch, komm zurück. Wie lange haben wir? Ja, 5 Minuten haben wir noch. Ich weiß bis nicht mehr.
Das ist, wenn man Spiele gespielt hat schon mal und halt immer nicht mehr genau weiß, wie das war. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier, soweit ich das noch in Erinnerung habe, das Ding hier irgendwo hinbringen. Die Frage ist nur, wo? Ach, verdammt. Okay, warte, andersrum, andere Idee. So. Und ihr lang. Ich mache jetzt ein paar Folgen in der Aufnahmesession. Weil ich weiß, ich gehe auf Gedeih und Verderb hier das Spiel in einer Aufnahmesession durchspielen wollen. Auch wenn es von der Spielzeit vielleicht möglich wäre. Aber wie gesagt, ich will nicht durchhetzen, ich will das Ding genießen. Auch schon für euch. Dass auch ihr das genießen könnt. Ich sag, ich weiß gerade nicht, wo ich mit dem Ding hin soll. Oder ob ich das einfach nur dazwischen schmeißen soll. So als Blockade. Hier war das. Hier zwischen die Zahnräder. So, komm. Weiß. Und aufpassen. Ich glaube, das löst sich für das Fahrt gleich weiter. Weil wenn ich jetzt so viel Zeit brauche, auf jeden Fall sprüht schon mal Funken. Ist frech, oder? Nur damit wir hier rüberkommen, machen wir alles kaputt. Was war hier eigentlich? Das sieht so aus wie eine Kante, als ob ich hier. Aber der Fluss, der reißt mir ein bisschen zu sehr. Das bringe ich mal lieber nicht rein. Was war denn hier? Hier war auch noch was. Stimmt, hier muss ich auch rüber. Ich muss hier die Brücke hoch rüberholen. Wo ist jetzt der Kleine hier? Ja. Genau. Ich muss das Ding hier schieben. So. Ich weiß bloß nicht mehr, welches zuerst. Dann auch so mit Rätseln gespickt, das ganze Ding hier. Das ist wirklich einsame Spitze. Und ein Bruder kann ohne den anderen natürlich nicht überleben. Das ist ganz klar. Das sieht man ja. Die brauchen wirklich einander. Bei solchen Spielen wird dann eigentlich erstmal wieder bewusst, ich habe selbst einen großen Bruder. Wer es nicht wusste, weiß es jetzt. Ein Stückchenweise hin und wieder fühlte ich mich da so ein bisschen reinversetzt in die beiden. Wenn ich jetzt mit meinem großen Bruder hier so unterwegs wäre, hier um meinen Vater zu retten, wenn er, naja, mein Vater lebt nicht mehr, aber so vom Gedanken her halt. Hier haben wir wieder ein Wasserrad. Jo, komm her hier. Räuberleiter. Hier haben wir wieder eine Räuberleiter. Jetzt haben wir es aber, wir haben kein Seil hier für den großen Bruder. Wir müssen jetzt was anderes machen. Wir müssen den erstmal. Jetzt ist bloß die Frage. Ja. Warte mal, ich probiere mal was anderes. Komm hoch hier. So geht's natürlich auch. Wo ist wie? Trick 17 angewendet. So. Könnt ihr weiterfahren. So, ja. Wenn ich manchmal, wie gesagt, wenn ich manchmal gegen die Wände laufe hier, dann ist das einfach nur, weil ich hier mich mit der Steuerung ja, durcheinander bringe. So. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir müssen hier oben lang. Wir müssen hier oben lang, soweit ich das in Erinnerung habe. Wir gehen aber mal hier runter. Vielleicht finden wir ja noch eine Bank, auf die wir uns setzen können hier, damit wir das ganze Ding uns mal angucken können. Was ist denn hier? Können wir Fische fangen?
Ah. Können wir natürlich mit dem Wasser spielen. Können wir mit den Fischen spielen? Oh. Was auch immer wir machen hier im Wasser. Machen wir kurz hier look around. Ja, und damit würde ich für heute sagen, verabschiede ich mich für die heutige Folge. Ich hoffe, das Ganze hat euch wieder hat euch gefallen. Ja, beim nächsten Mal geht es natürlich weiter. Und damit Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.